Drei. Und er macht so süße Geräusche. Okay, Sie bist du bereit? Drei, bist du bereit? Zwei. Eins. Und pam! Oh, es ist so grau und hart. Ja, im Jager, also und willkommen zurück zu Ark mit Izzy. Kannst du dich nochmal sehen, schnell wie gerade eben mit dem Speer? Genau so, zwischen meinen Beinen. Nee, lieber nicht. Aha. Lieber nicht, ja, ich glaube, Teddy. Das ist zwar Dizzy zwischen gegen Dinos, aber da, scheint, da muss man jetzt nicht übertreiben. Hast du ne? da vielleicht hier Dings, einen kleinen Dino oder kann das sein? Nein, das ist kein Dino meiner. Nein. Ist es nicht. Wieso haben wir eigentlich keine Klamotten an? Ja, weil wir gestorben sind, glaube ich, sind wir. Warum liegt hier Stroh? Wir haben die einfach nicht angezogen. Und warum liegt hier Stroh? Ich weiß es nicht, vielleicht. Ich weiß auch nicht. Wir sollten auf jeden Fall erstmal, wenn wir irgendwas haben, das anziehen wieder hier. Close Shirt habe ich auf jeden Fall an und Close Legs so, haben wir wieder an. So, Schön, Legs. Clack, schauen wir wieder da, sind wir wieder angezogen. Dena, weißt du, was ich möchte? Ja? Ich möchte eine Steinschleuder. Möchte ich auch, aber kann ich noch nicht lernen. Doch, anlernen, Slingshot. Kannst du machen? Für uns beide? Mir fehlen noch ein paar EP. Ich müsste ein Level abhaben. Dann mache ich das. Ich habe 25 Anagram Points noch. Okay. A simple range weapon that deals damage from afar. Dann mache ich das. Ich glaube, du hast die ganze Zeit alles gelernt für uns, deswegen habe ich so viele Punkte über. Aber ich kann uns das ja mit uns beiden machen, okay? Kann gut sein, okay, ja. So, also deswegen, ich mache uns jetzt das direkt mal. Was brauchen wir denn dafür? Ja, das kann jetzt ja alles nicht. Während du da gerade sinnvolle Sachen machst, werde ich mal ganz, ganz viel farmen. Ich gehe einfach hier zu diesem riesigen Brocken hin und schlag dir die ganze Zeit gegen, bis meine Pickaxe kaputt ist. Drauf, mein Lieber. Hau da einfach mal. Dann haben wir das auf jeden Fall schon mal in der Kiste. Das ist wichtig, das ist gut. So, das ist richtig, das ist gut. Achso, ich muss auf Craftables gehen, alles klar. Aber Dena, wenn wir vorhaben, umzuziehen an diesen Ort, an diesen besagten Ort, der so gut sein soll, macht es dann Sinn, eigentlich da erst anzufangen zu farmen, so? Eigentlich, weil das ganze Zeug mitnehmen und so? Wie ist denn das mit der Storage Box? Die kann man nicht irgendwie bewegen, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja, das ist natürlich schade. Ist das ein böser Dino? Was? Was? Nein, nein, der ist lieb, der ist lieb. Weil der kommt so auf uns zu. Ja, das ist einer von den zwei Beinern der Liebes. Alles klar. Der findet uns interessant, der mag unser Haus. Ich habe Metall bekommen. Das macht dann vielleicht wirklich Sinn, dass man das... Aber müssen wir trotzdem alles mitnehmen, ne? Naja. Ich glaube, wir müssen erst an diesen Ort gehen und dann fangen wir da an, uns richtig was zusammen zu basteln. Hast du den Ort im Kopf, dass wir die Wanderung sozusagen schon beginnen können? Das war auf jeden Fall nördlich. Ich meine nordöstlich, aber ich bin mir nicht 100% sicher, leider. Kim, ich will gerade noch mal ein bisschen... Wood hier rein ins Inventor. So, dann kann ich jetzt hoffentlich nämlich schon craften. Craftable, so. Slingshot. Craft. So, ich habe direkt zwei Stück gecraftet, mein Lieber. Soll ich dir mal eine geben? Was denn? Sorry. Eine Slingshot. Die droppt hier. Ja, Liegt hier auf dem Boden, Geilo. Geilomatico sogar. Ja, so weit würde ich auch gehen. So. Und dafür müssen wir Steine sammeln und die können wir dann auf Dinos flitschen. Ah, okay, weil ich probiere es gerade mal. Zwei. So, das ist die Stone. So, und jetzt könnte ich die zum Beispiel. Oh, man hat sogar ein Fadenkreuz dann, ja. Ich habe einen Stein. Genau. Ich habe welche gefunden hier auf dem Boden. Guck, jetzt kann man einfach mal so. So, mit rechts zielt man, glaube ich. Und dann kann man mit links abschießen. Oder? Ja, mit links spannt man dann nochmal. Und dann pam. Ja, ich habe einen Stein abgeschossen, okay. Jo, guck mal, wie die fliegen. Die fliegen total krass. Guck mal, der Flugsaurier, ich treffe ihn. Nicht getroffen. Oh, das war nichts. Triffst du den? Nein. Oh, ne. Ich auch nicht. Ich gucke auch in die Sonne, das ist ein bisschen schwer. Nicht, dass wir uns selber abschießen gleich. Oh, ich hab ihn getroffen. Oh Gott, ist er. Ich hab ihn getroffen! Ich betreffe ihn nochmal, bekommen wir ihn! Nee, der ist schon weg. Oh, schade. Egal, das war lustig. Bleib kurz stehen, Izzy. Okay. Nee, triffst mich nicht. Au! Hab ich dich getroffen? Ja, das zieht aber nicht viel ab. Er hat gerade 5 Steine habe ich gerade verbraucht. Ich habe 11 Steine verbraten, komplett. Aber das Ding soll auch nicht so gut sein eigentlich. Und es geht auch kaputt, Izzy. Deswegen wir Dummköpfe. Das ist nicht so stark, aber du kannst damit halt direkt recht gut Dinosaurier ausnocken. Weißt du? Das ist richtig gut, um die Dinosaurier zu betäuben. Ja.
Muss ja jetzt haben wir total genau. viele Steine Und dafür verbraten. Muss man Narkotics muss man herstellen, Leute, damit das nicht immer alles verdirbt, diese Narco-Berries. Die brauchen wir ja, um die halt zu zähmen, zu tamen. Aber die verderben halt ziemlich schnell und hat man meistens nicht genug in der richtigen Situation. Deswegen lerne ich das jetzt schnell mal. Ich habe ja noch genug Enneagram Points. Und zwar muss man Narcotics hier, muss man lernen. So, increase your health, but puts you to sleep. Can only be crafted at Mortar and Pestle, okay. Ich lerne es trotzdem schon mal, dann muss ich auch dieses Mortar and Pestle Ding noch machen hier. Learn Enneagram. Okay, habe ich auch mal gemacht. Jetzt habe ich auch nicht mehr so viele Punkte, nur noch 7 Stück. Dann crafte ich jetzt das aber einmal. Ich brauche einmal Stone. Alter, man braucht 65 Stone. Kannst du mir das kurz mal geben? Wofür? Damit diese Narkotik. Wir haben das ganze Stone verbraten, Mann. Wir haben wirklich einfach nur. Oh, ich habe gerade geschissen. Wofür brauchst du das? Um ein Dings zu machen. Wie heißt denn das? Dings. Narkotik? Nee. Doch, ein. Was ich brauche in der Herstellung von diesen Narkotikszeugs. Ja, also es ist praktisch ein Narkosemittel und dafür muss ich Mortar und Pestle, das ist irgendwie so ein Mortar-Ding, weißt du? So was, was du vielleicht in der Küche hast, um irgendwelche Gewürze zu machen und hier brauchen wir das halt, um irgendwas anzurühren, okay. Wahrscheinlich irgendwie. Und das braucht halt richtig viele Steine, das braucht 65 Steine. Um das so Steine. Klein zu mahlen, oder wie? Ja, genau. Exakt. Okay. Wir haben mega wenig Steine, wir haben die gerade alle komplett rausgehauen. Ich hab die alle aus dem Inventar raus, ich habe jetzt immer noch 44 im Inventar. Echt? Okay, hier sind noch 19 auf jeden Fall in der Kiste. Achso, das heißt, wir haben genug? Ja, denke ich schon, ne? Okay. Sehr gut, dann kommen wir zurück. Wenn man jetzt Mathe kann, dann wird es dann rauskommen. Dann zählt man das sozusagen zusammen, ne? Ine, mene, mo, raus bist du. Haben wir genug. Ich gehe jetzt ins Wasser und versuche mir einen Fisch zu angeln, weil ich habe wieder übelst den Hunger. Da sind eigentlich auch genug Fische. Mit Speer müsste man ja auch locker bekommen und dann brauchen wir das ganze Raw Meat. Ja, ich bin gerade mit Speer unterwegs. Hoffentlich kommt da kein Hai. Und dann müssen wir es eigentlich besorgen. Und dann müssen wir uns mal diese kleinen Dinosaurier, gegen die wir immer kämpfen, müssen wir uns mal zähmen. Und mit denen können wir auch so viel besser dann alles Mögliche, zum Beispiel Schildkröten angreifen, um von denen so viel Fleisch zu bekommen. Ja. Das muss eigentlich alles, müsste eigentlich locker, easy machbar locker sein. Locker, easy, hier sind keine Fischies. Okay, ich muss erstmal hier was. Hey, hier ist was Komisches unter Wasser. Hm? Was? Hier ist was richtig Komisches unter Wasser. Was denn? Soll ich mal gucken kommen? Ja, vielleicht. Ich check nicht, was es ist. Halt, brauche ich noch. Bist du im Wasser? Nein, ich habe gerade einen. Ich craft das gerade einmal schnell. Alter, dieses Dino da hinten macht mich nervös. Ich komme jetzt ins Wasser, ich bin leider... Ich kann das abbauen. Soll ich es abbauen? Warte kurz auf mich, wo bist du ins Wasser gegangen? Direkt bei unserem Haus. Direkt ins Wasser, und dann aber relativ weit raus, ne? Weil ich sehe dich gerade, ich sehe dich nur ganz... Ja, genau, hier doch, du siehst mich, hallo. Ich bin, glaube ich, zu schwer, oder wieso kann ich nicht so schnell schwimmen? Warum? Schwimmt man immer so langsam, oder kann man irgendwie schneller schwimmen? Nee, man schwimmt eigentlich, glaube ich, immer so. Ah, ich sehe dich, okay. Hey, guck mal, siehst du das hier unten? Die haben uns in die Kommentare geschrieben, wir dürfen nicht ins Wasser, weil die Haie sind. Ja, wir dürfen nicht so weit raus. Okay. Aber siehst du das hier? Alter, es geht ja voll tief runter auf einmal. Siehst du das hier? Das hier unten, das hier? Ja. Was ist das denn? Guck mal, das geht so hoch davon. Ist das Öl oder sowas in der Art? Es sieht aus wie Öl oder sowas, ne? Und das kann man abbauen. Echt? Was kommt dann raus? Stein. Stein? Ja, ich krieg einfach nur Steine. Ich brauche ein anderes Werkzeug dafür. Jetzt habe ich es abgebaut. Oh. Guck mal, die Bröckel, wie die runterfallen. Vielleicht war es auch einfach nur Stein. Oh, ich bekomme keine Luft mehr. Ich sehe schnell hoch. Uiuiui. Oh, ich auch nicht. Aua, aua. Boah, dieses Lungensymbol da unten sieht voll eklig aus. Boah, meine hört sich gar nicht gut an. Und wenn man wenig Stamina hat, dann hält er sich auch nicht mehr über der Erde. Oh, ich habe gerade so ein bisschen Probleme, überhaupt zu schwimmen, richtig. Ich glaube, ich bin auch zu schwer, um über der Wasseroberfläche zu bleiben hier. Ja, ich bin ein bisschen schwer. Das ist noch so ein bisschen verbuggt, dass man immer so leicht untertaucht, ne? Ich weiß es nicht. Macht mir ein bisschen Angst. Ich glaube, das ist ein bisschen buggy. Okay. Aber hier sind keine Fische, das ist echt krass. Die haben auch geschrieben, manchmal werden die einfach angeschwemmt, so wie das für uns schon mal war, als wenn die irgendwie gekämpft haben oder warum auch immer. Auf jeden Fall kommen die manchmal. Oh Gott, ich sterbe gerade richtig krass. Wegen was? Weil ich Hunger habe. Dann komm her, ich habe hier auch Essen. Schnell! Oh Gott, ich kann nicht mehr laufen, ich habe auch gebrochene Knochen, Hilfe! Hier sind noch zwei Cooked Meats, sind hier noch drin, Izzy. Ah, sind noch drin? Ah, krass, drin, okay. Ja. Genau, und ich craft hier mal schnell weiter. Dann gehe ich nämlich vorne, wohl oder übel, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich glaube, ich gehe dann Dodos holen. No. Da komme ich aber mit, okay? Okay. Muss ich schon aufpassen. Okay, wo kann man... Ah, okay, dafür brauchen wir auch den Unterschlupf, Leute, okay. Ich kann jetzt dieses Mortar, den kann ich jetzt hier hinsetzen. Dafür braucht man aber auch so einen Unterschlupf, um den überhaupt hinsetzen zu können. Deswegen brauchen wir es den auch bauen. Das hat also schon Sinn, dass man das Ganze baut. Und da drin kann ich jetzt halt irgendwie zum Beispiel dieses Narko-Zeugs bauen.
Wohin gehst du jetzt? Da vorne sind auf jeden Fall Dodos, die können wir uns, glaube ich, holen für Essen. Okay, ich schau mal schnell, ob ich mir noch irgendwie einen Speer machen kann oder so. Aber ich will eigentlich keinen Dodo töten, nein! Weapon, was brauche ich dafür noch? Thatch brauche ich noch. Okay, das haben wir aber eigentlich in der Kiste hier drin. So langsam verstehe ich sozusagen das ganze Prinzip vom ganzen Spiel hier. Wenn du noch Thatch brauchst, ich hab auch. Ja, ich weiß, hier drin war was. So langsam kriege ich alles hin und kann mir meine Stone Pick bauen. Crafting. Und nochmal, ich hab zwei gebaut. Ich brauche bestimmt eh sehr, sehr bald wieder. Aber auch noch eine Headshot brauche ich mir. Ne, brauche ich wahrscheinlich noch irgendwas, was ich nicht habe. Ein Flint. Ich glaube, es macht auch voll oft Sinn, irgendwie so Sachen doppelt zu bauen. Zum Beispiel jetzt irgendwie so ein Speer kann ich, glaube ich, sogar ein paar Mal ja, machen. Genau, das haben die auch gesagt. Eben. Kannst du mehrere Speers machen, damit ich auch welche bekommen kann? Ja, mache ich. Das ist super duper nett von dir. Wood fehlt da aber gerade. Ich brauche nochmal Thatch wieder zurück. Wir haben tatsächlich nicht genug Wood. Doch, Wood. Hast du ein Speer ich, schon? Ich kann das da hin tun. Ich kann das Wood da wieder rein tun. Okay. Und, Wood kommt rein. Ist drin. Okay. Noch du hast noch gar keinen Speer? Nee, ich kann das gar nicht, ich kann das gar nicht machen, ich hab das nie. Ah ja, okay, stimmt. Ich mach deswegen mal ganz viel. Es stand auch gekommen, man soll immer so 2, 3 dabei haben. Also pro Person 2, 3. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. So. Ich hab auch einen Water Skin, den habe ich ja bekommen da irgendwo. Und da unten liegt dein Speer. Wo? Ah, da, danke. Ich gebe dir direkt mal 2, sonst dauert das. Den hast du aber gut zusammengefaltet, den Speer, das finde ich gut. Hier, ich hab dir noch einen hingelegt. Mhm. Drop, Speer, drop! Okay. Ich weiß nicht, ob mein Wasserschlauch jetzt hier aufgefüllt ist, aber... 0 kann ich auch nicht drücken. Wieso ist der nicht aufgefüllt? So. Sollen wir jetzt die Dodos holen, weil ich habe echt schon wieder Hunger, das ist richtig krass. Ja, dann lass uns die Dodos holen. Oh, das tut mir aber leid. Können wir nicht was anderes essen? Fischis oder so. So. Fischis? Wir sind keine Fischis. Und ich bin schon wieder aufgelevelt, endlich. Schon wieder, endlich. Und ich hab, ich glaube, mein, dieses Wasserding füllt sich langsam mit Wasser auf. Ja, ja, genau. Dieser Water Skin, wenn man lang unter Wasser ist, füllt sich langsam auf. Da hinten ist ein Dodo, ich komm dir zu Hilfe, Izzy. Ich bin ja gleich. Dena, willst du es tun? Ich kann es tun, Izzy, aber ich tue es auch nur sehr, sehr ungern, natürlich. Oh, Dodi. Dodi. Okay, 3. Und er macht so süße Geräusche. Okay, Izzy, bist du bereit? 3. Bist du bereit? 2. 1. Und pam! Oh, es ist so grau und hart. Okay, ich mach's, okay? Ich finische ihn. Pam, okay. pam. Es gibt kaum Meat? Oder dauert nur lange, bis er tot ist wahrscheinlich erstmal. Ja, okay. Ich hab 3 Hide nur bekommen. Ach, man muss ja mit der Axt schlagen oder? Nee, eigentlich nicht, ne? Ja, wenn du mit der Axt kriegst du Haut und mit der Pickaxe. Ich habe mit der Pick geschaut, da steht auch Meat from Body, steht da eigentlich auch drin alles. Also eigentlich hätte ich jetzt gerade weniger Haut bekommen müssen und mehr Meat halt, aber irgendwie. Ich habe 3 Hide bekommen und nur ein. Hast du mit der Spitzhacke draufgehauen? Ja, mit der Spitzhacke. Hm. Ich habe 4 Meat bekommen und sonst nichts. Ach, haben wir 2 verschiedene getötet? Ja, ja, ich habe noch einen anderen. Ah, okay. Genommen. Komisch, weiß nicht, warum ich so viel Hide bekommen habe. Pack das jetzt ins Lagerfeuer. Ganz sicher, dass ich hier mit der richtigen. Packst du auch eben schon mal ins Lagerfeuer rein? Ja, ich töte noch einen. Staub. Oh, jetzt ist er drauf auf die Idee gekommen. Naja, hier sind nur Staubis gerade. Die Staubis aber nicht töten, das bringt glaube ich eh nichts. Naja, die bringen nur ganz viel so Chitin und so. Das brauchen wir bestimmt für irgendwas anderes, also so Panzerzeug. Aber ich glaube, das für uns gerade ist nicht so relevant. Können wir uns einen Panzer machen? Dann ist aber eine Schildkröte. Irgendwann müssen wir uns so, mal so Schildkröten holen. Ja, die sind halt ultra stark, ey. Ja, ich glaube also, auch, weil die können wir nicht einfach so gegen kämpfen. Haben, ne? Aber man kann die vielleicht bewusstlos schlagen mit so einer Steinschleuder. Und dann kann man sie kaputt machen. Wollen wir das mal probieren? Ja, sollen wir es echt probieren? Alter, das klappt nicht. Das ist natürlich krass, ne? Muss ich schon sagen. Also ich glaube, die wacht dann wieder auf. Wenn die betäubt ist und man die schlägt, glaube ich, wacht die sofort wieder auf. Ah, bin mir nicht ganz sicher. Ja, das könnte natürlich sein. Wo bist du gerade? Ich bin gerade hier zu Hause. Ja, ich bin nicht weit weg hier, um ein bisschen an den Sträuchern noch ein paar Beeren zu suchen. Bin gerade noch hier im Haus. Mach auch mal die Tür zu. So, bin ich schön im Haus drin. Kann mich niemand angreifen. Regnet draußen. Tüte drin in die Haus, ja. So, und ich kann jetzt hier mit diesen Grind Resource into New Items. Irgendwie muss ich jetzt nämlich hier bei Craftables habe ich eigentlich, ja, dieses Mortar Pesting, genau. Aber ich habe eigentlich eben auch, wo ist denn das jetzt hin? Diese Narcotics, weißt du? Learn Narcotics, ja, das habe ich gecraftet schon. Vielleicht muss ich hier in dem Mortar-Ding consume Drugs sind das, ja, Narcotics. Wie bitte, was?
Drugs, okay. Willst du mit mir Droge nehmen? Okay, ich muss halt Spoiled Meat reintun. Und diesen Narco-Berries. So, Spoiled Meat ist drin schon mal. 3 Stück eigentlich auch. Aber hier steht, dass nur einer drin ist. Vielleicht muss ich noch mehr irgendwie reintun, Spoiled Meat, aber irgendwie... Ne, wir haben auch Narco-Berry-Seeds, aber wir haben gerade keine Narco-Berries. Und irgendwie haben wir auch nur noch ein Spoiled Seed. Nur noch ein Spoiled Meat. Kann das Spoiled Meat irgendwie... sozusagen... Wir haben ein Spoiled Meat, hä? Ja, nur ein. Spoiled ist ja, wenn es kaputt gegangen ist. Ja, ja, genau. Aber das kann man halt, das kaputtgegangene Meat, sozusagen, das packst du dann, packst du da rein und du brauchst ein einziges, aber Gott sei Dank auch nur, und 5 Narco-Berries und dadurch bekommst du dann... Ich hab 2 Narco-Berries noch. Ja, 2 Narco-Berries gesammelt. Aber das braucht man dann, weil dann verderben die halt nicht mehr, weißt du? Die Narco-Berries verderben ja und sind dann weg, deswegen sollte man die immer, so hab ich das jetzt verstanden, sollte man das so, wenn wann immer es geht, sollte man die weiterverarbeiten. Also diese Narcotics. Die Narcoberries? Ja. Okay, ja. Weil Narcotics haben auch, diese Narcoberries haben auch noch den negativen Effekt, wenn du halt irgendwas zähmen willst, dass das gleichzeitig halt irgendwie Essen ist und deswegen irgendwie auch wieder negativ, weil Essen, das ist irgendwie ganz kompliziert, da gibt es auch verschiedene Meinungen zu. Wir müssen uns mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was am besten ist. Manchmal steht manche sagen, dass man die erst komplett auf null hungern lassen soll und dann erst füttern und dann richtig füttern. Manche sagen abwechselnd füttern und abwechselnd irgendwie bewusstlos machen. Da gibt es so verschiedene Taktiken. Und manche sagen so, manche sagen so. Ja, dieses Bewusstlose, das darf man, glaube ich, nicht unter die Hälfte machen, weil sonst wird es echt gefährlich, dass sie wieder aufwachen. Ja, genau. Und füttern habe ich auch oft gelesen, eigentlich immer erst dann, wenn er Hunger hat, eigentlich. Ja, ja, dann sollten wir uns wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen halten. Ich habe auch eine Narco-Berry bekommen, aber nur eine einzige. Wie viel hast du gerade? 4, glaube ich, oder 2. Kannst du kurz nachgucken? Das ist wichtig, ob du 4 oder 2 hast. Ja, ich habe die schon da gedroppt, deswegen... Ich habe noch 2 Narco-Berries bekommen, dann reicht es auf jeden Fall für den ersten... Okay, das liegt direkt vorm Lagerfeuer, habe ich den gesagt. Okay, das, was ich habe, reicht auf jeden Fall für das erste Narcotics-Ding schon aus, dann mache ich das nämlich mal schnell. Wo ist das gedroppt? Direkt vorm Lagerfeuer. Vom Lagerfeuer, wo? Direkt vom Lagerfeuer. Guck mal schnell, wo. Ja, keiner. Es ist weg, hä? Ich hab gerade, als du es gesagt hast, bin ich nochmal hingegangen, da lag das hier noch, jetzt ist das weg. Hast du es vielleicht aus, doch wieder aufgesammelt? Schau mal nach. Oh, ich wollte die Narco-Berries benutzen. Hast du sie aufgesammelt? Ja, das habe ich gemacht. Gut, kannst du die nochmal droppen? Es sind aber leider nur 2. Aber gut, ich habe 3. Okay, dann haben wir jetzt auf jeden Fall genau perfekt genug. Dann probiere ich das nochmal schnell, ob wir das nochmal craften können. Und dann ist die Folge eigentlich auch schon fast vorbei. So, Spoiled Meat ist drin. So, dann packe ich hier die 5 Narco-Berries rein. Okay, so. Und jetzt kann ich eigentlich halt Consume, so, Drugs und ich kann Narcotics machen. Genau, ich habe auch genug. Ich klicke mal drauf. Jawohl, es wird gemacht. Ja? Alter, und der Dino macht mich verrückt, der hier rumläuft. Der soll mal nach Hause gehen, ey. Hau ab, du. Hau ab, da. Und wenn man da, wo du wohnst oder so, hey. Jawohl, ich habe einen Narcotics gemacht. Genau, das ist perfekt. Das können wir jetzt nämlich super benutzen, um... aber man braucht wahrscheinlich echt mehrere davon. Da gibt es auch so Tabellen, wie viele man braucht. Aber ich glaube, selbst für die Kleinsten braucht man mindestens 5-6 von denen Narcotics-Dingern, um die eben zu zähmen. Aber so können wir uns dann vielleicht schon gleich oder gleich so sehr, sehr relativ bald die ersten Dinos zähmen. Das wäre sehr, sehr cool, Leute. Für heute war es aber von der, ich will immer Minecraft sagen, für heute war es das von Ark mit Izzy, also Dizzy versus Dinos. Morgen um 18 Uhr geht es weiter auf Izzys Kanal. Schaut auf jeden Fall also bei ihm vorbei. Link zu ihm ist in der Beschreibung. Wir laden jeden Tag um 18 Uhr eine neue Folge hoch, abwechselnd auf unseren beiden Kanälen. Wenn es euch heute gefallen hat, drückt den Daumen nach oben und drückt uns die Daumen, dass ihr weiter in dieser Dino-Welt überleben könnt zusammen. Vielen Dank heute fürs Zuschauen und macht's gut. Ciao. Tschüss.